Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Family Vlog. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin heute nicht alleine, Christoph ist da. Und wir werden direkt nach dem Frühstück zur Post fahren, denn da wurde ein Paket abgegeben und ich habe nichts bestellt. Keine Ahnung, was das ist. Wenn es nichts Erotisches sein sollte, packen wir das zusammen aus. Josef ist wieder krank. Der hat wieder die Krankheit. Das EC ist wieder ausgebrochen. Und ja, dementsprechend sieht mein Tag aktuell aus. Warum bin ich denn so hell? Naja, auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr heute wieder mit dabei seid. Und ja, wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. So, bei Christoph und mir gibt es Müsli. Dann müssen wir aber ein Teilen. Ach, du teilst mit Papa? Mhm. Und bei Mathilda gibt es gleich... Aber nicht umrühren darf Papa. Nee. Und bei Mathilda gibt es gleich Brötchen mit Erdbeermarmelade und eins mit, was ist das? Genau, und den isst Mathilda super gern. Der ist auch sehr lecker, ne? Und der schmeckt mir super, super lecker, lecker. Mit Kräutern, oder? Ja, das schmeckt mir lecker. Ich Kräuter bitte. Also das gibt... Aber den anderen schmeckt mir nicht so gut. Hm. Also das gibt's auch mit Schnittlauch. Finde ich auch lecker. Nicht so lecker davon ist die Salami. Also die vegetarische Salami, die ist nicht so toll. Da geht der nicht weg. Der und hier ist auch schon Christoph. Dabei. Hallo. Oh, nicht dran, isst du das überhaupt? Ja. Was? Mal trotzdem allein. So, bei mir gibt es jetzt hier noch meine Aloe. Nee, nicht Aloe. Aloe. Oh, geil. Aloe. Aloe-Kur. Apfelsaft. Weil mit Karottensaft, das ist nicht so toll. Das ist schön, um mich zu sehen, als die ganze Zeit mein Müsli. Ich würde heute gerne mal Blinsen machen. Wir in Sachsen sagen Blinsen. Dann gibt es welche, die sagen Eierkuchen. Es gibt welche, die sagen Pfannkuchen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Habe ich heute Bock drauf. Wir haben nämlich viel Apfelmus da. Und da würde das passen. Genau. Und dann wäre ich nochmal, wenn wir bei der Post sind, dann nochmal am Rewe halten. Weil die haben da bei dem Bäcker richtig guten Kaffee. Und da werde ich mir jetzt einfach mal einen Kaffee gönnen. Ich habe heute nämlich zum ersten Mal seit Wochen verschlafen. Normalerweise stehe ich immer spätestens um 6 auf und setze mich dann auf den Heimtrainer. Und heute bin ich 7:45 für die Wessis, 7:15 wach geworden. Da war ich direkt... So, eingepackt in warme Sachen, die das Leben schöner machen. Gott sei Dank habe ich meinen Wintermantel noch nicht weggepackt. Heute ist es richtig kalt. Irgendwas stimmt gar nicht in der Stube. Ja, zeig mal her. Irgendwas stimmt nicht in der Stube. Ja, mal gucken. Ich Wintermantel und keine Socken, das ist typisch für mich. Ich habe heute ein Oberteil, das habt ihr ja schon gesehen. Das ist von Armed Angels. Ich liebe Armed Angels. Ich habe nur 2 Teile von denen. Das ist eine ganz ethisch korrekte Brand mit tollen, hochwertigen Stoffen und Materialien. Das ist halt so ein Basic-Oberteil und ich muss sagen, ich habe früher immer gesagt, so bei Basic-Oberteilen spare ich. Da gebe ich keine 10 Euro aus, hole ich mir bei H&M oder auf dem Flohmarkt. Und jetzt mittlerweile bin ich so, dass ich sage, so diese ganzen stylischen Accessoires, die, also kleidermäßig gesehen, die man nicht so oft trägt, wie coole Röcke oder sowas, das kaufe ich secondhand. Ich habe nämlich Kleiderkreisel für mich entdeckt. Och, ich sage euch, ich liebe Kleiderkreisel. Und für die Basic-Teile, die man sehr, sehr oft anzieht, bin ich wirklich bereit, Geld auszugeben. Armed Angels ist jetzt nicht ganz so günstig, aber wie gesagt, ist eine tolle Brand. Und dann habe ich eine Jeans an, die ist uralt, die ist von C&A. Und ich muss sagen, C&A hat mal sehr, sehr gute Jeans gemacht, aber mittlerweile sind die nicht mehr so toll. Also die ist echt gut, könnte ein bisschen höher sein, die ist jetzt nicht wirklich High-Waist. Ich ziehe die immer so hoch, dass hier High-Waist wird. Ansonsten habe ich auch eine Jeans von Armed Angels und kann die euch echt empfehlen. Die ist mega, richtig toll. Laufen wir heute? Zur Post? Ja. Nee. Fahren wir? Ja. Oder Foni? Ich glaube, wir fahren mit dem Charles. Charles? Bruce fahren wir heute mit Charles? Ja, weil der traurig ist, wenn wir dauernd nur mit dem Bruce fahren. Mit dem großen Auto von Pfaffel. Da denkt er sich, mich mag keiner mehr. Alle fahren immer nur mit dem großen Auto. So, du kleiner Wurzelzwerg. Was? Hey, kann Oma Ela die, auch die Schuhe anziehen? Oma Ela kann in den Schuhen leider nicht laufen, richtig. Das haben wir schon versucht.
Und wie geht's? Oma Eli muss sich mal richtig tolle Schuhe kaufen, wo sie laufen kann, ne? Die aber auch. Bei der Oma Ela, die brauchen 3 Riemen. Und wie viel hat die? Wie viel haben die? 1, 2. Guck mal. 1, 2. Und die Oma Ela braucht 3. So, wie sieht's aus? Siehst du deine Elsa Ballerinis aus? Du. Na, wann schön. Oh. Ah. Oh, das war ein Schmuck. Und ich komme mit meinen Großen. Ah. Oh, und sie hat fast umgekippt. Wir gerade losfahren, da fällt uns auf, dass wir die Maske nicht mit haben. Geht's euch auch so? Vergesst ihr das ab und zu? Weil wenn wir zur Post rein wollen, nicht dann zu Rewe, brauchen wir eine Maske. Ich habe das Paket abgeholt und es sind Aufkleber von Fitvia. Dann darf ich das jetzt einfach, ich zeige sie euch aber nicht. Ja, ganz süß. Ne? Mal gucken, wo ich die dran klebe. Christoph an die Stirn zum Beispiel. Zeige ich dir gleich, Mathilda. Jetzt eine blöde Perspektive, müsst ihr jetzt durch. Sieht man mein Kind? Nee. Dein Kind? Achso, statt dein zweites Kind. Das erste? Das dritte? Ich weiß nicht, wo du bei mir ein wildes Kind siehst, aber gut. Naja, Christoph hat es auf jeden Fall heute schon wieder verschissen. Jetzt alles gekauft für vegane Pancakes. Das hat mir meine Mami empfohlen. Das Rezept, die kocht das jetzt wohl fast jeden Tag zum Frühstück, gibt es bei denen. Wir sind heute ein bisschen spät dran, weil ich verschlafen habe. Und du siehst, wenn ein Glied in der Kette nicht funktioniert, funktioniert alles nicht an dem Tag. Wir können heute nichts mehr reisen, Mutti. Nee, aber für mich, ich weiß schon. Ich bin ja wie immer pünktlich aufgestanden. Schatz, wann seid ihr wach geworden, du und Mathilda? Pünktlich. Ja. 9 oder so. Und ich wache kurz nach 7 auf und habe so ein schlechtes Gewissen und gucke auf die Uhr und denke, Josef, Medikamente, Frühstück machen, Tee kochen, Dings, Heimtrainer fahren, duschen gehen. Und Christoph und Mathilda, die stehen auf und denken sich, wo ist die Mutter? Ja, ist ja so, Schatz. Ihr wisst das einfach, dass ich immer alles mache. Aber du hilfst. Wenn du ja jetzt zufällig so früh auf bist, dann... Nee, das ist ja jetzt auch falsch dargestellt. Christoph macht doch alles für mich. Ich habe den besten Mann der Welt. Das wisst ihr ja. Das ist einfach so. Nimm das gefälligst jetzt an. Wir sind jetzt bei uns in einem Einkaufszentrum. Mal gucken, also Christopher mal gucken, weil der braucht wirklich mal ein paar neue Teile. Schön, dass er es jetzt auch mal einsieht. Oi, wieso? Ne, Schatz. Ja, am Bauch ist ein bisschen eng geworden. Am Bauch, sagst du? Das kann ich mir gar nicht erklären. Wollen wir jetzt da mal gucken, weil wir waren seit Corona nie wieder in einem Klamottengeschäft und man soll ja die örtlichen Läden unterstützen. Das ist jetzt auch keine große Kette wie Intersport oder sowas, sondern halt bei uns im Ort. Und da wollen wir heute mal hin und jetzt hat Christoph mal guckt, wie das da abgeht und wir sind ganz gespannt. Also es klingt wohl so, als hätte da jeder seinen eigenen Berater, so quasi sein Personal Shopper. Christoph war jetzt gerade mal gucken und es sieht eher aus, als hat da jeder seine Tüte und packt da die Sachen rein oder beziehungsweise eine Verkäuferin läuft mit. Ich bin mal ganz gespannt. Hast den mitlaufen, das ist ja nichts Neues bei uns. Also und wäre das dann bei dir der Zweite? Der Zweite. Da laufen dann 2 bei dir mit. Erstens kriegt Josef seine Medizin. Ich habe Karottensaft geholt, ich habe noch mal Babybrei geholt. Ich gucke mal, ob ich es hinkriege. Ich will dem das nie jedes Mal so einflößen. Ich habe gestern eine Nachricht bekommen, die ging los mit: Hey Franzi, ich arbeite seit Jahren beim Tierschutz, nachdem ich eine Story hochgeladen habe, wo man sieht, wie ich Josef die Medizin gebe. Und ich dachte, sie schreibt, ey, was du machst, das geht gar nicht. Aber sie hat halt geschrieben, sie war so süß und hat geschrieben, dass es halt so wenig Menschen gibt, die sich da so aufopfern und so. Und ich denke mir so, ja, was willst du machen? Der arme Kerl hat ja nur mich. Da ist er wirklich arm dran. Den Geschmack Apple Pie, Birthday Cake, Chocolate Mint, Chocolate Junk, Orange. Ja, die sind nur für Mama. Oh Gott, ey, die sind so lecker. Das war doch meins, ja, ist aus der Schnute. Hm. Wo sind jetzt die Aufkleber? Oh, Mathilda, ich dachte, du willst die Jelly Beans, willst du nur die Aufkleber? Oder bist du ein komisches Kind? Das bringt eh nichts. Wir müssen die Medizin nehmen. Komm hier. Ich hab... Guck mal hier.
guck mal hier. Magst du das? Oh, das ist gut, Schatz. Aha, guck. Ich mach nur noch das Schnütchen sauber, Josef. Mein Gott, fein. So ist es fein. Super, Schatzi. Mathilda hat heute, ihr habt es schon gehört, sehr lange geschlafen, deswegen gibt es heute keinen Mittagsschlaf. Deswegen schauen wir uns jetzt ein Märchen an, ein altes Märchen, und zwar Der Wolf und die Sieben Geißlein. Noch die Originalverfassung, also nichts irgendwie neumodischen Bums. Und wenn ich dran denke, zeige ich euch heute Abend mal das beste Märchen-Kinderbuch, was ich in den Händen gehalten habe bis jetzt. Und das will was heißen, weil wir hatten wirklich schon viele in den Händen und haben leider auch schon viele gekauft, die sich im Nachhinein als nicht so gut herausgestellt haben. Und deshalb dachte ich mir, ich zeige euch das heute Abend mal. Ich hoffe, dass ich dran denke. Mathilda möchte immer da vorgelesen bekommen. Und wir schauen jetzt erstmal das Märchen und dann, denke ich, mache ich meine Pancakes. Zeige ich euch das Rezept, mal gucken, ob es funktioniert. Und ja, ich bin froh, dass ihr zuschaut. So Leute, Sieben Geißlein haben wir mit großer Begeisterung zu Ende geschaut. Mathilda ist ganz hin und weg. Hat auch meiner Meinung nach eine sehr gute Message, dieses Märchen eben mit keinen Fremden mitzugehen und auch keine fremden Leute ins Haus reinzulassen. Sehr, sehr cool. Also der Wolf ist auch eher lustig gemacht in diesem alten Märchen. Also ja, Mathilda fand es gut. Ich werde jetzt erstmal meinen Tee austrinken, meine Bottle. Und dann mache ich die veganen Linsen, Eierkuchen, Pfannkuchen, Pancakes. Gibt 1000 Bezeichnungen. Und zwar gibt es einen neuen Tee von Fitvia, den Strawberry Vanilla PureTox Tee. Und ich muss euch sagen, es gibt 3 Tees, die ich geschmacklich von Fitvia nicht so mag. Und das ist einmal Cherry, weil der mir zu intensiv ist. Also manchmal mag ich den, ich muss halt Bock drauf haben. Dann den Watermelon. Der schmeckt meiner Meinung nach nur kalt mit Eiswürfeln und Minze. Der Strawberry, weil ich den nie hinbekomme, dass der so wird, wie er werden soll, sondern der wird bei mir immer so säuerlich und das mag ich nicht. Jetzt hat Fitvia den Strawberry Vanilla rausgebracht. Ich habe ihn mir hier in der goldenen Marble Bottle eingegossen. Und Freunde, ich sage es euch, der schmeckt wie Erdbeersahnepudding. Unfassbar geil. Ich bin so froh, dass es jetzt auch einen Erdbeertee gibt, den ich wirklich, wirklich mag. Der ist super lecker. Ich zeige euch gleich mal die Zutatenliste. Vorab kommt aber der Rabattcode. Der kommt nämlich ab einem Mindestbestellwert von 69 Euro ganze 4 Geschenke, 4 Stück. Sonst sind es immer 3, heute sind es 4, die ihr euch aus 6 Geschenken auswählen dürft. Der Rabattcode lautet Franzis Favoriten. Den gebt ihr ein. Warum Franzis Favoriten? Weil Gia ein Engel ist und tatsächlich in die Geschenke alle meine Favorites von Fitvia mit reingepackt hat. Ich zähle euch mal auf. Wir haben die silberne Marble Bottle mit dabei. Die silberne Marble Bottle, Freunde. Gratis. Wir haben den Pomegranate mit dabei, den liebe ich. Wir haben den Lemon Ginger mit dabei und den Green Power PureTox Tee. Außerdem noch die Chocolate Protein Snacks. Ihr liebt sie, ich liebe sie auch. Meine sind ausgegangen. Die sind so, so lecker. Und dann noch so ein geiles Glas mit so einem Deckel drauf, wo man Trinkröhrchen reinstecken kann. Was also mit allem drum und dran, Glas, Deckel, Trinkröhrchen, alles inclusive. Super, wenn es draußen wärmer wird, dass euch keine Insekten oder andere ungebetene Gäste ins Glas fliegen. Die Favoriten ab einem Mindestbestellwert von 69 Euro. 4 Geschenke aus 6 dürft ihr euch auswählen. Ich würde die silberne Marble Bottle nehmen und die 3 Tees. Pomegranate, Green Power und Lemon Ginger. Lemon Ginger ist mit dabei.
Danke, Tia, du bist ein Schatz. Sieht das neue Schätzchen von Fitvia aus? Ich muss auch sagen, ich finde das, die Schrift auch sehr, sehr gut gelungen. Ich bin den schon fleißig am Testen die letzten Wochen für euch und muss halt wirklich sagen, ich mag ihn total gern. Wir haben natürlich Vanillestücke mit drin, Apfelstücke, Erdbeerstücke und vieles. Lemongrass ist noch mit drin, dadurch hat er auch so eine frische Note, aber ich finde, der schmeckt so sahnig. Also der schmeckt wirklich wie ein Erdbeersahnepudding. Ich finde den mega, mega lecker. Sucht euch was Schönes aus. Guckt mal, ob die Leo-Bottle noch da ist. Falls ihr die beim letzten Mal nicht bestellt habt, dann nehmt die heute safe mit. Die ist super, super schön und der Tee ist wirklich köstlich. Ja, und durch die Vanille hat es Fitvia wirklich geschafft, dass hier keinerlei säuerlicher Geschmack mit drin ist. Finde ich super. Ich muss auch sagen, zurzeit läuft es bei mir auch mit dem Abnehmen wieder toll, weil ich merke, ich trinke viel. Man sagt das immer so, trinkt viel. Das hört sich so einfach an. Ich weiß, dass es gar nicht so einfach ist, erstmal was zu finden, was man wirklich gut trinken kann, was lecker ist und zweitens mal auch auf die Menge am Tag zu achten. Aber mit Fitvia gelingt mir das immer wieder gut, auch wenn ich immer mal meine Aussätze habe und weniger trinke. Aber dann werde ich auch sofort mit Kopfschmerzen bestraft. Also ich muss viel trinken und ich trinke locker meine 2 bis 3 Liter am Tag und ich trinke nur Fitvia-Tee. Nur Fitvia-Tee. Was soll ich euch sagen? Ja, mittlerweile läuft es auch wieder richtig gut. Muss mal schauen, ob ich euch im nächsten Family-Vloggen-Update gebe, was die Ernährung betrifft. Auf jeden Fall, ja, falls ihr bestellen möchtet, schlagt heute gerne zu. Ab 69 Euro gibt es 4 Geschenke mit dem Rabattcode Franzis Favoriten. Und es sind wirklich nur Produkte dabei, die ich absolut liebe und schätze. Und von daher sucht euch aus, was ihr möchtet. Es wird einfach nur richtig und lecker sein. Nun hier vegane Pancakes. Ihr nehmt so eine Tasse. Ich habe jetzt die doppelte Menge gemacht. Ich sage euch jetzt die einfache Menge. Doppelte Menge. Nehmt ihr, wenn ihr mehr Linsen haben möchte, also mehr Pancakes. Meine Mutti sagt, mit der einfachen Menge kriegt ihr 6 Pancakes raus. Ich mache jetzt mehr. Also wie gesagt, das Doppelte. Eine Tasse. Ich sage euch jetzt die normale Menge, okay? Eine Tasse Mehl. Eine Tasse Pflanzenmilch. Habt ihr schon mal die Alpro-Vanillemilch probiert? Ihr werdet kaputt gehen. Das ist der absolute Wahnsinn. Die ist so geil. Dann 4 Esslöffel Apfelmark, nicht Apfelmus, wichtig, Apfelmark, das ist in dem Fall unser Eiersatz. 1 Teelöffel Zucker, bitte, bitte unbedingt Rohrzucker, nicht diesen industriellen Bums. 1 Teelöffel Backpulver, das mixt ihr so zusammen. Wie gesagt, ich habe jetzt die doppelte Menge gemacht und wir gucken jetzt einfach mal. Aber solange das fest wird, wird es geil schmecken, schon alleine, weil ich die Alpro Vanille, den Vanilledrink genommen, der ist so lecker. Ich würde sagen, läuft. Ich brate die mit Kokosöl an und die sind ein bisschen dick, aber das ist ja nicht schlimm. Ich bin gespannt, was die Mannschaft sagt. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch nichts essen. Ich bin noch satt. Das wäre Quatsch. Auch wichtig, Leute. Hört mal auf euer Hungergefühl. Und wenn ihr Hunger habt, trinkt erstmal ein Glas und dann seht ihr, wie viel Hunger ihr wirklich habt. Schmeckt lecker. Ja? Ja. Trocken? Fluffig? Nö. Na gut, ich esse jetzt mit. Ja. Mit Apfelmus oder Mark, besser gesagt. Mathilda, wie schmeckt es dir? Oh, Mathilda ist müde. Und jetzt hier für mehr Realität auf Instagram, auf YouTube. Papa. Kind ist mit Nutella. Die gesunden veganen Pancakes ist das Kind mit Nutella. Hallo Leute, ihr stand vorhin gerade schon, ich habe das Schild vorhin schon gesehen. Achtung, Gänsefamilie. Oh, und da waren kleine Babys. Jetzt habt ihr die nicht gesehen, Schatz. Ja, da müsste mal schneller sein. Mathilda geht heute nicht so spät ins Bett. So, gut, dass ich mich heute geschminkt habe. Schatz, noch lachst du. Gleich siehst du selber so schön aus, bitte. Mit dem Unterschied, dass in meinem Tuch dann kein Make-up-Rückstand. Oh Gott. So, Mutti, mach's gut. Ich wünsche dir alles Gute für die weitere Zukunft. Wenn es so wieder so klappt, dass du den Dreck jetzt nach außen hast, oder? Echt jetzt? Boah, ja, du siehst aus wie so ein Lumpenhund. Das lasse ich jetzt mal schön drinnen. Hör du, wie der mit mir redet? Ja, da ist eine Chanel-Tasche, das Mindeste. Seid ihr schmutzig gemacht? Nee. Nee, doch mal nicht. Jetzt alle wieder, oh, du setzt die Maske falsch auf. Die ist viel zu groß, du musst vorher deine Hände desinfizieren.
hab ich. Du darfst den ins Gesicht fassen. Muss aber auch noch mal gurgeln mit dem Desinfektionszeug. Dann ist es ganz wichtig, wenn die Maske auch wirklich schützen soll, dass ihr mitternachts, also wirklich, es muss Punkt 12 Uhr sein, euch nackig auf dem Rasen stellt und einen Flickflack macht. Ansonsten funktioniert es als ganz wichtig, es muss Mitternacht sein und am besten noch Vollmond. Und? Was soll denn das jetzt? Nimmst du das alles nicht ernst? Doch, natürlich nehme ich das ernst. Sieht man da, oder? Sehe ich aus wie ein Mensch, der das nicht ernst nimmt? Schatz, komm noch mal her. Ja, das stimmt. Schatz, komm noch mal her. Die Farbe ist perfekt, die steht dir so gut. Hin. Warte mal, Schatz, ich guck mal, ob es den noch. Ich guck mal, ob es den noch in dem Gelb gibt. Fällt aber nicht ganz so schön irgendwie. Das ist aber gebeten. Das ist aber warum? Super. Ich finde den schön. Ich finde ihn schön. Farbe steht ja auch sehr gut. So ein tolles Taubenblau. Taubenblau? Sagt man so. Wie findest du den Himmel? Ja, ganz schön. Ja, ganz schön. Ich glänze wie eine Sardinenbüchse. Das ist das Zeichen dafür, dass ich duschen war und meine Ampullen hier von Aldi aufgetragen habe. Also eine Ampulle, aber das reicht schon, um so auszusehen. Christoph ist erfolgreich gewesen. Also der hat 2 Hosen, 3 Shirts und 1 Pullover mitgenommen. Ja, bei ihm ist halt das Schwierige, er ist halt wie so ein Affe, ne? Der hat übelst lange Arme, einen übelst langen Oberkörper. Der Kerl ist ja, der ist ja 1,94, der ist ja generell riesengroß. Also von daher, wir haben Eingang Desinfektion, dann wird natürlich geguckt, ob du eine Maske auf hast. Und es hat nicht alles auf, weil das geht ja nur bis zu einer bestimmten Quadratmeteranzahl. Das bedeutet, wenn du jetzt was haben wolltest, da war ein älterer Herr, der wollte aus der Sportabteilung, die ist geschlossen, diese Black Rolls, die haben wir ja auch hier zur Massage vom Rücken. Und da setzt du dich dann halt dort schön in den Sessel und sagst der Verkäuferin, möchte das und das und die holt es dann für dich. Großen Respekt an dieser Stelle nochmal an alle meine Einzelhändler und Einzelhändlerinnen, egal aus welchem Bereich ihr kommt. Genau. Dann war ich jetzt schon duschen. Mathilda habe ich auch schon fertig gemacht. Ich habe jetzt das Abendbrotessen fertig gemacht. Zeige ich euch gleich. Bottle Strawberry Vanilla habe ich schon komplett geleert. Und ja, jetzt werden wir noch zusammen essen. Es ist 17.30 Uhr heute. Normalerweise essen wir um 18 Uhr, aber Mathilda muss ins Bett, die ist voll durch. Das merkst du bei immer, wenn sie auftritt. Also sie ist dann sehr laut, sie rennt dann viel rum, sie fliegt andauernd hin, sie stößt sich den Kopf dauernd. Und da merke ich wirklich, dass sie halt noch den Mittagsschlaf braucht, ne? Also morgen gibt es dann definitiv wieder Mittagsschlaf. Und ich vergesse dann nicht, euch noch das Märchenbuch zu zeigen. Aber jetzt zeige ich euch erstmal unser Abendessen. So, bei uns gibt es nämlich Salat, ein bisschen Mozzarella mit Basilikum. Und dann habe ich mein Lieblingsbrot hier im Norden. Die können nicht backen, das wissen die Norden auch. Die sind mir da nicht böse. Nina gibt mir da auch jedes Mal recht. Es ist halt einfach so. Aber das beste Brot, finde ich, ist hier das Chia Dinkel. Das ist wirklich richtig, richtig lecker. Christoph macht sich da immer Ei drauf und Senf, deshalb habe ich das mit hingetan. Ich schmier mir da ein bisschen Butter drauf und klatsche mir den Salat aufs Brot. Oder mache mir so ein bisschen körnigen Frischkäse mit drauf. Genau. Die Karaffe habe ich heute noch auszutrinken. Das wird lustig, aber das kriegt man schon irgendwie hin. Bei Mathilda gibt es übrigens auch Tee. Leute, seht ihr mir sofort an, dass ich Kopfschmerzen gerade wieder kriege? Oder ich finde immer, man sieht mir das direkt, also ich sehe das halt. Ich zeige euch jetzt noch das Märchenbuch und dann mache ich hier Feierabend und gehe ins Bett. Es ist, glaube ich, gerade erst 7:30, aber ich kriege die Augen kaum auf. Das ist das Buch. Der große Märchenbilderbuchschatz von Ellermann. Und das Tolle ist halt, die Märchen sind kurz und die sind nicht so brutal geschrieben. Also total. Ich finde die Illustration nicht so schön, aber Mathilda ist total begeistert. Also Mathilda will jetzt jeden Abend eine Geschichte aus diesem Buch vorgelesen haben. Und das schon seit 2 Wochen. Wenn ihr noch auf der Suche nach einem tollen Märchenbuch für Kinder seid, dann finde ich das wirklich richtig toll. Da kann man auch schon sehr, sehr zeitig damit anfangen, finde ich.
Ich wünschte, wir hätten das schon eher gefunden. Naja, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer ihr gerade macht. Ich bedanke mich, dass ihr bis hierher dran geblieben seid. Und bitte schickt uns ein bisschen positive Energie und Kraft für Josefs Genesung. Ich hoffe, dass ich im nächsten Family Vlog sagen kann, dass wieder alles gut ist. Macht's gut, Tschüssilein und Knutschilein.